Hallo meine lieben Kreativlinge, ich hoffe die Hintergrundgeräusche sind nicht so schlimm, aber es wird wahrscheinlich gleich sich die Spülmaschine melden und der Herd läuft. Ich mache Essen. Ja, Spülmaschine meldet sich. Auf jeden Fall, wie ihr gelesen habt, will ich mit diesen Süßigkeitenboxen von der Kooperation mit Globaland, alles was ich mir rausgesucht habe von dieser Kooperation, ach, ich freue mich immer noch so, das ist Wahnsinn. Mittlerweile die vierte am Stück. Da wirst du einfach nur sprachlos, oder? Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, alles werde ich in der Infobox verlinken. Mit einem Rabattcode, wie immer, der NATA10 ist. Ich habe jetzt auch schon wieder bestellt. Ich sage jetzt mal nichts dazu. Also der Shop, der hat es mir wahnsinnig angetan. Der hat es mir echt wahnsinnig angetan. Auf jeden Fall. Das ist die Nummer. Und das sind diese kleinen Pillowboxen. Also die sind wirklich sehr klein. Ich habe mir die tatsächlich größer vorgestellt. Aber ist nicht so tragisch. Ich finde die trotzdem zuckersüß. Aber da ist eine richtige, richtige Menge dabei. Alles, was halt so zur Decoration gebrauchen kannst. Verschiedene Deko-Elemente, so Aufsätze. Das hier, ne? So verschiedene Aufsätze. Ihr seht, ich habe auch schon ein bisschen was benutzt. Sonst wäre es dann auseinandergetrennt. Das nicht. Aber auch so kleine Deko-Elemente sind dabei. Blümchen, Herzen, ein wenig Gedönsi. Da könnte man dann einen Spruch reinstempeln, aber der ist ein wenig klein, aber egal. Ja, und ein Schleifchen. Ja, und wir werden eine machen. Ich werde euch am Schluss noch welche zeigen, die ich gemacht habe, gerade zum Testen. Einfach mal so ein wenig zum Rumspielen. Jetzt suche ich mir erstmal eine Farbe aus. Ich glaube, ich werde lila nehmen. Das eignet sich, denke ich, am allerbesten. Ich gucke nur gerade, wie ich das am dürfsten schneide. So. Also, alles lässt sich bis jetzt super ausstanzen, auch die ganzen kleinen Futterteilchen hier. Hat sich super ausstanzen lassen. So, das wird jetzt einmal falzen. Schon mal zusammenkleben, dann kann das schon mal anziehen. So. Irgendwie bin ich schief. Das ist wieder dieser typische Vorführeffekt, ne? Warum auch immer ich jetzt schief bin, aber ich war schief. So, das kann jetzt erst einmal ziehen. Dann habe ich mir aus der Kooperation ja noch das rausgesucht. Das habe ich leider noch gar nicht benutzt, aber Spinnennetze gehen für Halloween-Bastler grundsätzlich immer. Da suche ich mir jetzt ein Spinnennetz raus. Ich glaube, das hier hatte ich im Auge. Also auch das Auseinanderdrinnen. Och, da sind gar keine Nupsis dran. Auch das Auseinanderdrinnen geht super, super einfach. Und wenn ich nicht überzeugt wäre von den Produkten, würde ich ja keine vierte Kooperation eingehen, oder? Stanzen jetzt aus. Mal schauen, wie das. Ah, das fällt schon auseinander, sehr schön. Fallen die ganzen kleinen Teile schon mal raus. Was ja auch immer so ein Ding, Spinnennetze. Der eine oder andere kennt das vielleicht.
wenn man Spinnennetze hat und die, dieses Kleingezusel da, das rauszutrennen und das bleibt da haken irgendwo, weil es jetzt schön durchstanzt, ja, es ist nervig. Super nervig. Aber lässt sich gut raustrennen. So, dann hätte ich gern noch das Spinnchen. Ich hatte doch da vorne irgendwo so ein Restepapier. Ja, könnte gar drauf gehen. Ich sage euch dann gleich mal die Maße noch von dem von den Süßigkeitenboxen. Ich glaube, das steht sogar in der Beschreibung drin bei Global Land, aber ja, ich bin ja auch so eine Beschreibungsleser. Nämlich gar nicht. Aber gut, dadurch, dass die eh auf meiner Wunschliste standen, war es mir eigentlich dann relativ egal. Deswegen habe ich sie dann trotzdem bestellt. So, jetzt tun wir mal das Ganze versuchen auseinanderzufalten und die Pillowbox fertigzustellen. So. Geht eigentlich ganz gut. So. Die Pillowbox hat die Maße, wenn die fertig gefalten ist. Naja, jetzt ist halt die Frage, ne? Ungefähr 4,5. In der Mitte hat sie 3. Und groß ist sie 4,7. Also sehr, sehr klein. Da passt ein Bonbon rein oder so. Aber ich finde die trotzdem zuckersüß. Also man kann die auch anders dekorieren, anstatt nur Halloween. Aber ja, ich mag Halloween und ich habe mir die Sachen ja ganz viel aus der Kooperation mit Halloween rausgesucht. Deswegen ist es jetzt rein Halloween. Ich zeige euch dann gleich noch ein paar andere Varianten. Überlegen, ob ich da unten noch irgendwas hin mache. Erstmal wieder mein Klimbim aufräumen, nicht, dass mir mein Zeug davor abhaut. Das wäre super ärgerlich. Die schauen echt cool aus, die Spinnennetze. Und da haben wir schon, die Spinne ist irgendwo. Da ist die Spinne. Vor lauter Standschablonen hier. Okay, also Spinnies. So, dann habe ich hier noch das Set. Das ist das mit der Nummer. Ihr seht, das habe ich auch schon super fleißig benutzt. Das habe ich mir auch rausgesucht. Jetzt überlege ich gerade, was mache ich da unten noch hin? Ein Kürbis? Noch ein Kürbis? Ich glaube, wir machen einen Kürbis hin. Ich hätte doch da vorne irgendwo ein Restestück. Nee, kein Geist, sonst wird es zu. Da sind auch übrigens ganz, ganz viele Sachen dabei für die, die Halloween mögen. Da haben wir zum Beispiel einen Lolli. Der erinnert mich so total an Pac-Man, der Geist. Ne? Diese bunten Geister, die er gefressen hat. Dann haben wir da hier Happy Halloween. Ja, wie gesagt, viele Geister. Da haben wir eine Süßigkeiten. Trage-Dings, einen Hexenhut, da haben wir kleine Bonbons, da ist der Kürbis, den brauchen wir gleich. Da ist noch ein Geist, da waren die Bonbons drin, also nicht wundern, wenn der einen leeren Bauch hat. Da haben wir noch Geister, dann haben wir einen Hexenbesen und eine Fledermaus.
Ich habe alles in der Hand gehalten, das ist auch gut gewesen. Ich hoffe, man hat es trotzdem gesehen. Also es ist alles kunterbunt ein bisschen dabei. So. Lösen. Ich muss halt unbedingt mal Herr werden über meinen Schreibtisch. Der muss auch mal wieder leerer werden. Aber unter der Woche, da mache ich dann immer so viele Projekte. Ich habe jetzt, ich glaube, 4 Videos vorbereitet unter der Woche. Und das ist dann immer etwas schwierig, die dann abzufilmen. Weil das ist schlecht, wenn die Kleine daheim ist. Aber vorbereiten kann ich ja schon mal ein bisschen was. Aber dementsprechend schaut halt der Schreibtisch dann immer aus, weil, ja, ich komme dann halt, wie gesagt, 4 Objekte liegen dann da und dann kommst du zum Abfilmen, dann kommt noch ein Objekt dazu. Und dann versuchst du immer alles am Sonntag abzufilmen. So. Jetzt haben wir noch einen Kürbis drauf gemacht. Jetzt schaut es nicht ganz so leer aus. Jetzt zeige ich euch die, die ich gewerkelt habe. So nebenbei. Das war mein erster Prototyp, also das erste Teil, dass ich überhaupt sehe, wie das Ganze funktioniert. Man hat ja dort diese Teile dabei. Wie gesagt, man muss es nicht machen. Es geht auch so. Aber so rein theoretisch ist es so gedacht. Dann habe ich mich, das ist übrigens von hinten und von vorne jeweils, mich daran gesetzt mit so Holopapier ein bisschen. Dafür schlichter hier. Das erinnert mich total an so ein Bonbon, ne, so Bonbonverpackung. Aber alles rein Halloween. Ich sagte, man kann das auch ohne Halloween machen, aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, halt wirklich das zu nutzen, was ich aus der Kooperation habe. Und die ist tatsächlich einer meiner Favoriten, weil die irgendwie so schön bunt ist. Ich weiß ja warum, aber mir gefällt die Zusammenstellung. Aber die ist auch süß. Das ist halt ohne, ne, ohne Decoration, ohne diese. Das ist übrigens auch von vorne und von hinten. Aber der ist definitiv mein Favorit. Und wie gesagt, das ist alles aus den Teilen hier. Das ist das hier. Das ist dann, ne, das wird so hier voneinander getrennt. Also das ist nicht zusammen, sondern klebt man dann halt so einzeln auf. Aber ich finde die echt süß. Ich sag, dafür, die sind halt wirklich recht klein, also da passt wirklich nicht viel rein. Aber die sind so putzig. Wie gesagt, so ein Bonbon passt rein. Aber für so, ja, für so eine kleine Post finde ich die echt super süß. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.